Aber Herr Alexander, Sie böhmackeln also so wunderbar. Moment einmal, wie haben Sie jetzt gesagt? Böhmackeln, böhmisch sprechen. Ja. Ach so, ja. Wenn Sie sich mit mir unterhalten müssen, böhmackeln. Böhmackeln. Ja. Und wo lernt man das? In Pilsen, weil meine Mutter stammt aus Pilsen. Ja, dann brauche ich gar nicht fragen, was Sie am liebsten trinken. Dreimal dürfen Sie raten. Ja, dann zum Wohl. Prost. Aber geboren sind Sie nicht... Moment, was ist denn das? Ja, das dürfen wir nicht sagen. Also, das ist jetzt schwieriger. Aber geboren sind Sie eigentlich... In Wien. Also in Wien, und da begann auch Ihre Karriere? In Wien begann es eigentlich, nur selbstverständlich, nicht? Haben Sie mit meiner Geburt. Ja, klar, ja, ja. An der Sie unschuldig waren. Natürlich, ja. Aber nicht unschuldig waren Sie dann Ihren späteren Erfolgen. War es eigentlich schwierig für Sie, zu Erfolg zu kommen? Ja, also mir wurde wirklich nichts geschenkt. Ja. Wie ging es denn los? Wann haben Sie das erste Mal sängerische Ambitionen gefühlt? Na, mit 6 Jahren ungefähr. Ja, meine Großeltern hatten ein Grammophongeschäft, ein Schallplattengeschäft, ja, nicht? Also ich war schon ziemlich bald vertraut mit den ganzen sängerischen Größen von damals. Und mein Onkel führte mich zum ersten Mal mit 6 Jahren in eine Oper. Es war Lohengrin, eine Wagner-Oper. Und ich war eigentlich mehr auf den Schwan gespannt als auf den Ritter in der silbernen Rüstung. Was verständlich ist in dem Moment. Ja, natürlich, man hatte Tiere sehr gern. Ne? Ja. Aber als er dann so auf die Bühne ruckte, hat man die Maschinerie bemerkt und die ganze Illusion war beim Teufel. Fantasie war weg. Diese Erinnerung an Richard Wagner war doch für Sie weiterhin bestimmend dann. Ja, ich schmetterte damals die Gralserzählung, nicht? Ja. Ich bekam sämtliche Schallplatten aus der Oper Lohengrin und habe alles einstudiert. Ich sollte auch zu den Sängerknaben, denn zum Unterschied von heute habe ich eine wirklich schöne Knabenstimme gehabt. Ja, zum Unterschied von heute, das behaupten Sie ja selber. Also, das behaupten eigentlich die wenigsten. Darf ich Sie bei der Gelegenheit fragen, fühlen Sie sich eigentlich mehr als routinierter Schauspieler, der auch singt, oder als guter Sänger, der auch schauspielert? Was bin ich wirklich? Da komme ich direkt in Verlegenheit. Was sagst du dazu? Hm? Ich? Ja, einmal bin ich das. Alle beide, das ist gut. Einmal bin ich beides. Aber nicht nur beides. Aber als drittes bin ich selbstverständlich auch Privatperson. Und wenn ich so indiskret sein darf, als Privatperson, wer sind Sie da? Sind Sie da also ein Mann, der sich hauptsächlich für Musik und so weiter begeistert, oder treiben Sie andere Hobbys auch noch? Ja, ich treibe auch Hobbys. Zum Beispiel? Sportliche Ambitionen? Sportlich, ja. Ich gehe wahnsinnig gern zum Fußballmatch zum Beispiel. Ja, aber das geht eigentlich nicht so sehr. Das ist eigentlich nicht für die eigene Ertüchtigung so gut. Nein, ich bin ein leidenschaftlicher Angler zum Beispiel. Ah ja, das ist aber auch ein gemütlicher Sport. Nein, möchte ich nicht sagen. Also da müssen Sie mal mitkommen mit mir. Da, ja? Wir werden es schauen, ja. Und Ihre Frau, die geht auch gern mit zum Angeln? Nein, leider nicht. Sie sind verheiratet? Ja, schon seit 1952. Haben Sie auch Kinder, wenn ich das sagen darf? Drei, ja. Als Sie zum ersten Mal, könnte man wohl sagen, durchschlagenden Erfolg hatten, nämlich 1953 in München. Hatte ich da einen durchschlagenden Erfolg? Ja, Sie waren der Erste, nicht? Also vor Vico Toriani und damals, das war eigentlich doch der Durchbruch. Zum ernsteren Fach, zum Charakterfach, sind Sie eigentlich doch erst jetzt gekommen. Warum muss das Charakterfach eigentlich immer ernst sein? Auch das komische Charakterfach kann man ernst nehmen, das will ich schon sagen. Und das haben Sie im Schweig, dem Soldaten Schweig, auch getan. Der wurde ja nun schon 7-mal vorher verfilmt. Das ist nicht für Sie eine gewisse Vorbelastung. Ja, Gott sei Dank, Sie zeigen, dass er ein gutes Thema ist. Und deswegen kann man es nochmal bringen. Ja, natürlich. Und wollen wir vielleicht eine kleine Probe, dürfen wir vielleicht eine kleine Probe aus dem Schweig hören, eine kleine Moritat. Ja. Aber vorher darf ich Sie bitten, sich vielleicht in unser Gästebuch noch einzutragen. Ein bisschen Elend, ja? Horch, was jetzt geht's? Horch, was hält dort vor dem Schloss? Ein Reitersmann auf seinem Ross. Eine Stimme hör ich schon. Großer Gott, es ist mein Sohn.